Direkt aus dem letzten Workout fliegen Sie zu uns ins Rockantenne-Interview ein. Herzlich willkommen an Kevin und Nico von Eskimo Callboy. Wie geht's euch nach diesem Powerstart mit eurer neuen Single Pump It? Ja, grüß dich erstmal hier aus Castrop-Rauxel. Schöne Grüße. Uns geht's super. Ja. Wir haben, die Woche ist gut gestartet. War zwar auch ein Montag am Anfang der Woche wieder, aber ein guter Montag, weil nachdem wir jetzt Freitag unsere neue Single Pump It rausgebracht haben, war das und die so gut angenommen war. Und du hast ja am Wochenende hast du Zeit, schön am Handy rumzudaddeln und die Kommentare zu lesen. Und da waren 100 Reaction-Videos zu gucken. Und waren viele gute Kommentare dabei. Die Leute finden das klasse. Ne? Nicht nur wegen unserer stahlharten Körper, sag ich dir. So, ich sag mal so, jetzt, wo das ganze Thema durch ist, achte ich auch nicht mehr so auf meinen Körper. Deswegen. Das Rauchen ist ungesund, Freunde. Ja, musst du jetzt aktuell nicht so sehr drauf achten, denn du bist ja auf der Bühne ganz gut in Schuss. Eure Musik geht, wie du schon gesagt hast, durch die Decke. Der neue Clip holt blitzschnell Millionen Zuschauer-Reactions. Ihr seid gerade in Topform. Ihr könnt es euch mal jetzt kurz leisten, eine Pause einzusetzen. Aber geht da noch mehr? Was plant ihr über den Song oder mit dem Song hinaus? Also erstmal planen wir jetzt gerade absolut nicht mit einer Pause. Ja, ist ja so. Also Vollgas, ja. Wir sind gerade mit aller Macht an unserem Album dran, also eigentlich an der Finalisierung unseres Albums. Wir sind da schon ein bisschen länger dran. Haben noch einige Singles geplant für nächstes Jahr und also das Album vor allen Dingen fürs nächste Jahr. Aber Pause sehe ich gerade nicht. Oder? Nee, das ist ja das Ding ist, wenn irgendwas gut funktioniert, dann willst du ja dranbleiben am Ball, weißt du? Und dann hast du auch keinen Bock, jetzt irgendwie wieder die Gabel aus der Hand nehmen zu lassen oder Löffel aus der Hand. Ja, Gabel war es nicht, Löffel war es. Der gute Löffel war es. Und deswegen wollen wir jetzt Knallgas geben. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis Weihnachten und bis dahin wollen wir noch einiges schaffen. Und ich sag mal, Pump It, wir haben ja gestern, das ist alles so, ja, mit dem ersten. Ach so, ja. Das war ja, so ein... Das war so ein großes Hubsala, sag ich mal. Wir haben da ein bisschen... So ein kleines Nikolaus-Geschenk war das ja so. An die Fans, so freut euch mal ein bisschen auf Weihnachten, denn da kommt was ganz, ganz Großes auf euch zu. Ja, ganz genau. Hoffentlich. Genau, ja, das war ja eher so ein Hirngespinst und aus dem Hirngespinst ist dann irgendwie Realität geworden und jetzt ist die Bewerbung raus. Also die kriegen wir nicht mehr aus dem Netz so. Das Thema ist durch. Ich sag dir ehrlich, ne, also wir werden ja im Leben, also klar, du guckst dir das an und findest das immer witzig und guckst auch mal ran. Und Deutschland hat ja in den letzten Jahren nicht so überzeugt, sag ich mal, ne? Aber wir haben ja selber nicht für uns in Betracht gezogen, so jetzt da auch wirklich teilzunehmen, weil ich sag mal, wir jetzt, ne, da gibt es andere Bands, die man da erst hinchecken würde. Das sind Scorpions zum Beispiel. Ja. Gut einen Scorpions zum ESC schicken zum Beispiel. Aber die haben es dann nicht gemacht, da haben wir gedacht, ja komm, dann gehen wir. Und es gab Kommentare, ganz viele Kommentare unter den Videos, unter den Releases der letzten Zeit. Und erst dachten wir so, boah, das können wir nicht bringen. Aber dann haben wir gedacht, ja, komm, weißt du was? Why not? Schick mal so eine Bewerbung darüber und dann gucken wir, was das wird. Und jetzt haben wir es gemacht und ja, ganz unkonventionell. Wir haben es auch öffentlich gemacht, das machst du normalerweise auch nicht. Das ist das Video, das haben wir halt, die wollten von uns ein Video haben, wo wir uns vorstellen. Da haben wir gesagt, ja komm, dann machen wir was Witziges. Ja. Und das haben wir jetzt einfach online gestellt. Und jetzt warten wir einfach. Wir sind da jetzt nicht super versessen, sondern wir sind immer offen für Neues und freuen uns natürlich, wenn wir da hin dürfen, ne? Aber wir warten erstmal ab. Dann bringen wir mal die drei Buchstaben ins Gespräch. Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Wie kommt ihr darauf, euch für den Eurovision Song Contest zu bewerben? Habt ihr Måneskin letztes Jahr gesehen und euch gedacht, das können wir auch? Oder wie ist die ganze Story entstanden? Um ganz ehrlich zu sein, kam, glaube ich, mit der Tour, also erstmal war es so, dass unter unserem Hyper-Hyper-Video ein Kommentar war, also ein Kommentar, der sehr, sehr genau. viel geliked wurde vor allen Dingen, ich glaube um die 20.000 Mal oder so, wo einer geschrieben hat, so keine Ahnung, ich sehe euch mit dem Song beim Eurovision Song Contest so und dann war so, okay. Dann wurden aber irgendwie die Töne mal lauter, als wir dann auch released haben, dass Blind Channel mit uns mitfahren, ja, und die haben ja durch den ESC, haben die ja einfach einen krassen Hype mitgemacht, die Jungs. Ja, und dann kam halt, wie Kevin gerade schon sagte, kam irgendwie eins zum anderen. Dann wurde aus so einer Schnapsidee, wurde dann irgendwie relativ schnell ernst. Ja, du kriegst halt den Zuspruch, ne? Selbst wenn, das ist wie so eine verlorene Wette beim Saufabend, so, ne? Dass meinst du denkst, meinst du, warum ich den Schnörres habe? Also, du glaubst erst mal selber nicht dran und dann sagst du dir im besoffenen Kopf, ey, das machen wir. Und dann nagelt dich aber irgendeiner fest, der sich daran erinnern kann. Ja. Und dann stehst du nämlich da. Aber jetzt machen wir das. Wir haben immer gemacht, worauf wir Bock haben in unserer Bandkarriere und das machen wir auch diesmal. Dann darf der Schnurrbart aber jetzt erstmal auch ein paar Monate lang nicht abkommen. Du wirst lachen. Ich habe mir geschworen, dass ich den jetzt, ich weiß nicht, ob man das sieht, glaube ich, gar nicht so, ne? Guck mal.
Dass ich den jetzt wachsen lasse, bis er mir quasi, bis der mir über die Unterlippe wächst, weißt du? Dass ich quasi, wenn ich spreche, dass der dann immer so flattert. So, mal gucken, wo das hinführt. Vielleicht jetzt zu Sisi Top? Wer weiß? Da ist ja eine Stelle frei jetzt. Da kannst du ja Gas geben, hör mal. Boah, da muss ich aber, nee. Da musst du ganz lang. Nee. Ich hab eher an so einen, aber Magnum gibt es, glaube ich, schon, eine neue Serie, ne? Boah, fass mir gerade. Aber ich sag mal, so ein Remake von Magnum fände ich auch geil. Also ich so als Actionheld mit einem fetten Schnörres, der die ganzen Bösewichte in die Flucht schlägt, würde ich machen. Ja. Ja, natürlich. Und ihr schwimmt da jetzt gerade auf der Welle mit. Fühlt ihr euch selbst als dieses Aushängeschild für moderne, harte Songs made in Germany? Doch, ja. Nee, nicht als nicht nicht als Aushängeschild für moderne, harte Songs made in Germany. Ich glaube eher, dass wir, also ich will jetzt nicht zu große Brötchen backen, aber ich finde, dass wir es auf jeden Fall geschafft haben, genug Alleinstellungsmerkmale zu haben, um sagen zu können, dass wir eine Band sind, die es so gerade auf der Welt nicht nochmal gibt. Zumindest in Deutschland nicht. Ja, aber das ist doch genau das. Also, dass wir geben den Leuten da draußen die Zuversicht halt auch einfach mal zu machen. Früher haben wir uns auch immer gedacht, boah, wir sind jetzt, wir machen uns zum Affen und die Leute lachen über uns oder was auch immer. Aber das ist ja gar nicht der Sinn der Sache. Also es geht ja darum, irgendwie etwas zu schaffen oder etwas zu machen, worauf du Bock hast, wo du hinterstehen kannst. Ne? Und Musik lebt ja davon, sich zu wandeln und neue Sachen auszuprobieren. Und als wir damals vor 10 Jahren angefangen haben und damit irgendwelchen Elektrosounds rumhantiert haben, da haben auch die alteingesessenen Metaller erstmal gesagt, boah, was ist das denn für ein Scheiß? Aber mittlerweile stehen die bei uns auch in der Menge und jubeln mit. Und das ist doch irgendwie cool. Das ist doch cool, dass Musik so verbinden kann. Und voll. Und ich hoffe auch, dass es irgendwie, wir haben jetzt unseren Weg gemacht, die 10 Jahre. Und ich hoffe, dass wir jetzt, wir haben noch viel vor, na klar, aber ich hoffe, dass wir auch den jungen Bands in den nachfolgenden Generationen irgendwie auch so ein bisschen zeigen können, ey, einfach mal ausprobieren, machen. So, nehmt euch selbst nicht so wichtig, nehmt euch selbst nicht so ernst. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Also wie viele, das haben wir auch oft genug schon erwähnt, irgendwie, dass es uns ziemlich hart auf den Geist geht, dass man gerade in der Metal-Szene ist es halt so, wenn du nicht so der, ich sag jetzt mal, der Standard-Metaller bist, ja, und anfängst mit poppigen Parolen und ich sag jetzt mal, mit elektronischen Sounds darum zu hantieren, dass du halt nicht wirklich ernst genommen wirst in der Szene so. Ja. Und das ändert sich gerade, gefühlt zumindest. Voll. So, das wollte ich mir sagen. Das ist super schön. Das ist super schön zu sehen, dass die Leute mittlerweile auch so mit einem ernsten und mit einem spaßigen Auge auf einen gucken, so. So sieht's aus. Ihr schafft auch, ihr seid gerade drauf und dran, euer eigenes Musikgenre zu erfinden und auch zu etablieren. Hyper, We Got The Moves, jetzt Pump It. Es entwickelt sich so ein bisschen zu Gymcore, also Hardcore für einen Aerobic-Kurs oder die Yogastunde, wenn man eure Videos so ansieht. Wie kommt man drauf? Ich meine, schaut ihr ein altes Aerobic-Video von Olivia Newton-John und kloppt dann ordentlich Dampf drunter? Oder wie geht da so ein Kreativprozess eigentlich zustande? Tatsächlich war genau andersrum. Ja, wir haben den Song erst geschrieben. Also wir haben den Song erst gehabt und dann, also das Riffing war, und ich weiß gar nicht, was zuerst da war, aber das gibt dir dann die Idee, so, ne? Du hast ein Gefühl bei dem Song, ne? Du hörst den ja an und das hört sich irgendwie, das hat schon so ein Tempo gehabt. Ne? Ja, ganz genau. Dann dieses genau. Dann haben wir direkt so, ja, Mann. Dann hatten wir direkt so ein Telegym im Kopf und dann haben wir jetzt auch die viele, wie heißt der? Du weißt, hast du dich informiert jetzt? Den Film da, den Saturday Night Fever? Keine Ahnung, da gibt es so einen Film mit John Travolta und Jamie Lee Curtis, wo die so uralt, da sind die so sexy am Tanzen und das war zum Beispiel auch so ein Vorbild, wo wir dachten, boah, das ist nice, so die Vibes müssen wir einfangen. Ja, dann dieses Call on Me von Eric Price, ja. Das war halt auch nochmal so ein Ding, irgendwie, das war, also ganz, da kamen ganz viele Klamotten dann irgendwie in unseren Kopf und wir haben gedacht, komm, weißt du was, das passt einfach perfekt zu dem Song, da machen wir jetzt was draus, so. Passt ja auch ganz gut auf die Retro-Welle. Die 90er sind ja aktuell wieder richtig am Kommen. Inwieweit schwimmt ihr da auf der Retro-Welle mit oder gönnt ihr euch einfach den Spaß auf so die ganzen schwachen Pop-Remixes, die da so rauf und runter laufen? Ich finde cool, guck mal, ein guter Song bleibt ein guter Song. Ne? Also, es ist tatsächlich schwer und das ist eine Klatsche für all die, die es getan haben, einen guten Song zu versauen. Ne, also es gibt ja, wenn irgendwelche coolen alten Songs gecovert werden, dann hört sich das meistens auch ganz cool an. Und selbst wenn es nur Samples sind. Das ist ja jetzt so, wenn ich die Charts anhöre oder so, wenn ich jetzt wirklich mal die ersten Plätze, da sind dann teilweise Samples drauf. Da wird der ganze Song nicht genommen, sondern nur ein Thema. So, ne? Ja. Und ich finde das eigentlich ziemlich cool, weil
ich bin, also ich, da spreche glaube ich für uns alle, wir sind Verfechter von Musik im Wandel, so, und da, Musik soll inspirieren, soll kreativ sein, und wenn es offensichtlich, das ist eine Hommage dann an den ursprünglichen Song, und dann finde ich das total cool. Aber es war nicht so, um auf die Frage nochmal ein bisschen genauer einzugehen, so, es ist jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, boah, guck mal, die Leute kleiden sich wieder ein bisschen mehr irgendwie wie wir als Rotzige, nee, oder die 90s sind wieder im Kommen. Das war bei uns halt auch eher so, das, was wir im Kopf hatten, war, glaube ich, eher so Ende 80s sogar tatsächlich, mehr als die 90er so. Ja. Es war einfach, keine Ahnung, so der Sound hat gepasst, das war das Erste, was wir im Kopf hatten. Die Lyrics sind einfach, also die zielen ja auch nur auf dieses Thema Pumpen. Voll. Und Aerobic und ja, das ist einfach passiert. Man kann vielleicht verraten, wir machen das ja jetzt auch schon ein paar Jahre und natürlich haben wir auch dazugelernt. Und eine Info, die können wir dir geben. Wir haben herausgefunden, dass unsere Musik ganz viel in Workout-Playlisten ist. Das war so eine Info, die wir hatten einfach. Und das fanden wir irgendwie cool, dass Leute unsere Musik nutzen, um einfach mal wegzupumpen. Und an die Leute ging auch dieser Song vorrangig erstmal. Nische erkannt, Nische genutzt, würde ich sagen. Optisch stimmt da ja natürlich auch auf jeden Fall alles. Wie seid ihr auf die Hantelscheibengitarre gekommen? Und natürlich die erste Frage, ist die Hantel echt? Pumpt ihr sie wirklich auf der Bühne? Pass auf, das Ding ist halt, Kevin ist, wie beschreibe ich das jetzt ohne, ich will ihm nicht zu viel Honig ums Maul schmieren, aber das Problem ist einfach, er ist unfassbar stark so. Also, ja, ich sag mal so, wenn wir mit vier Mann einen Case tragen, dann kommt er halt oft und sagt, Jungs, was soll das denn? Und so, ey. Ich habe euch 100 Mal schon gesagt, mich so, und also ich bin mir ziemlich sicher, dass er der Bruder von Pippi Langstrumpf ist so. ja, ist schon krass. Also der hat ordentlich Power, und wir alle haben versucht, diese Handel zu stemmen. Also für den Rest der Band gab es Fake-Handeln. Er hat tatsächlich das volle Programm gemacht so. Und hat die dann nachher noch ganz unverhofft in die Decke geschmissen. Und die Gitarre ist ja tatsächlich, also du hast ja auch die Gitarre gesehen, ne, mit dem Halse und mit dem, die wurde tatsächlich extra für diesen Dreh hergestellt. Da kommt auch übrigens bald, für die Interessierten, kommt ein Making-of vom Pump It-Video. Ja. Und da wird das auch nochmal erklärt, da wird das nochmal thematisiert. Die ist tatsächlich, und die ist spielbar, und die werden wir auch mit auf Tour nehmen, ist wahrscheinlich. Wichtig an der Stelle, die wurde nicht abgeschliffen oder ich sag jetzt mal irgendwie zugefräst oder so, dass man alles Kevins Hand kann. Ja, es muss ja natürlich Power dahinter stecken. Das wäre der Titel. Ja, klar. Das wäre der Titel alles daneben. Händisch graviert. Wer von euch bei Eskimo Cowboy hat denn die Fitnesseinheiten am ehesten nötig? Weil wer stemmt am meisten, haben wir jetzt schon geklärt. Aber wer hat denn noch ein paar Fitnesseinheiten nötig, bevor es dann auf Tour geht im Januar? Ich sag mal so, eigentlich keiner. Das war ja der Witz an der Sache. Wir wollten einfach unsere Körperästhetik einfach weitergeben, den Menschen motivieren, weil wir haben gehört, es sollte Menschen da draußen geben, die vielleicht ein paar Corona-Kilos jetzt so angehäuft haben. Und die wollten wir motivieren. Wir selber haben da keine Probleme mit. So. Wir sind ja sowieso fast täglich in eine Eisenbude, sag ich mal. Ne? Klar. Was denkst du denn? Du musst aber ein bisschen, hey, hä? Hm? Was? Die Jungs, die wollen nicht, wir können nicht die Wahrheit sagen. Ja, also wir haben. Pass auf, wenn ich die Wahrheit sage, dann verträgt die auch keiner. Nee, das tut ganz doll weh. Ja. Nee. Aber es gab halt fitte Leute in der Band und noch fittere. Genau. Darauf können wir uns einigen. Ne? Fittere Leute, fittere und noch fettere, ja genau. Gehen wir nochmal zurück ein bisschen zum Thema ESC. Rund um den ESC, habt ihr euch da überhaupt ein bisschen informiert? Wie läuft die Auswahl dieses Jahr ab? Wie kann euch die Rock-Community nach Turin schicken? Es läuft dieses Jahr, glaube ich, das erste Mal seit, ich weiß gar nicht genau wann, aber es läuft mal wieder so, dass in Deutschland tatsächlich ein Vorentscheid irgendwie vonstatten gehen wird. Also es ist wirklich eine Art Contest vor dem Finale, dann irgendwie nochmal, wo Bands gegeneinander antreten, ja, und Zuschauer voten dürfen. Aber dafür müssten wir halt erstmal in den engeren Kreis überhaupt gewählt werden. Also wir haben da noch nichts in der Hand. Genau. Und das wurde ich jetzt tatsächlich, seit wir das gestern bekannt gegeben wurde, wurde ich das schon häufiger jetzt gefragt, wie man uns denn jetzt unterstützen kann. Und das finde ich übelst cool. Und das zeigt mal wieder, wie die Rock-Community zusammenhält. Noch kann man nichts mit Anrufen machen oder so, aber Social Media ist halt eine große Macht. Also das ist, wenn man da kommentiert, wenn man da Plays, Views hat, das macht einen unglaublichen Eindruck auf die Ausrichter dieses voll, voll. Wettbewerbs. Und
wenn die Leute uns geil finden und das wollen, dass wir da an Bord sind beim ESC oder zumindest schon mal zum Vorentscheid kommen, die sollen unsere Musik anklicken, die sollen die mit ihren Freunden teilen, anhören, uns weiterempfehlen, kommentieren. Das hilft uns jetzt gerade. Ist halt wirklich so, je mehr Leute, und das haben wir jetzt zum Beispiel auf Twitter auch gesehen und auf anderen sozialen Medien, je mehr Leute unseren Hashtag benutzen, ich sage jetzt beispielsweise mal EC vor ESC, natürlich werden die Verantwortlichen werden darauf natürlich aufmerksam. Die werden jetzt gerade natürlich verfolgen, wer ist da im Rennen, wer hat sich beworben. Das wird uns hundertprozentig genau weiterhelfen, wenn die Leute uns wirklich uns pumpen. Wir sind definitiv die Nische da bei so einem Wettbewerb und auch beim Vorentscheid. Und ja, wir haben uns auch unkonventionell beworben. Also das war nicht so wie gewünscht, sage ich mal, vom Komitee. Aber wir sind wir und das waren wir immer. Und wir wollen versuchen, einfach mit unserer eigenen Art, die ja viele Leute zu schätzen wissen, einfach dann auch da mal zu landen. Und wer weiß, vielleicht klappt es ja. Würde uns auf jeden Fall freuen. Gehen wir mal den Idealfall durch. 12 Punkte durch die Bank weg. Wie bekommt ihr den ESC dann nächstes Jahr nach Castrop-Rauxel 2023? Europa, der macht so klar. Wir haben ja, ich muss ja sagen, ohne jetzt irgendwie zu prahlen, aber wir sind ja Träger des Kunst- und Kulturpreises 2017, glaube ich, von Castrop-Rauxel. Der steht immer noch bei uns im Studio. Du wolltest damit aber nicht prahlen. Ich wollte nicht damit prahlen, aber wir haben ihn. Nur, dass die Leute es da draußen wissen. Klar. Ja, seitdem sind wir hier in Castrop-Rauxel auch. Wir kriegen immer ein Brötchen mehr in unsere Tüte am Sonntag, ne? Und auch auf dem Stadtfest, ne? Hier Castrop kocht über, gern gesehen. Da kriegen wir auch gern mal einen ausgegeben. Wir haben einen guten Draht zum Bürgermeister. Und da ist auch natürlich unsere Stadthalle ein super Ausrichtungsort, ne? Da müssen wir vielleicht noch links und rechts ein paar Pavillons dran bauen und so. Aber wir haben ja auch ein paar Eventfirmen. Oder wir werden diesen Preis nicht annehmen. Wir werden diesen Preis nicht annehmen. Das wäre ja die aller, also als Protest quasi. Ja, das wäre total geil. So, du nimmst es und dann so, wer wäre denn diesen Preis nicht annehmen? Nee, ich glaube, so standhaft werden wir nicht sein. Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, also jetzt mal ganz, ganz logisch und wahrscheinlich betrachtet, kann ich mir nicht vorstellen, dass es so weit kommen wird. Ich meine, meistens ist aus den größten Schnapsideen entsteht irgendwie der coolste Scheiß so, sei es bei einem Song oder bei einem Video. Und vielleicht passiert es ja auch da. Aber wir backen kleine Brötchen. Wir gucken jetzt einfach mal, was passiert. Genau. Sollte das der Fall sein, dass wir gewinnen, ganz ehrlich, dann würde ich sagen, dann telefonieren wir nochmal und dann gucken wir mal. Ich hab keine Ahnung. Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Und wenn es schief geht, bleibt dann immer noch so die Karriere für Fitness-Tutorials auf YouTube. Richtung Influencer vielleicht. Ja. Also ich sag dir, wir sind ja wirklich Tausendsasser. Also wir sind ja wirklich sehr vielseitig. Und ich sehe uns da auch, Fitnessvideos ist ein Standbein. Ey, wir haben aber auch schon Tanzkurse gegeben, das war auch so ein Ding. Und wir haben vor allen Dingen, das darf man ja auch nicht vergessen, wir haben ja auch schon wieder neue Musikvideo-Ideen im Kopf. Genau. Die jetzt auch nicht unbedingt dann wieder auf Aerobic oder Sport oder sonst was hindeuten werden, sag ich mal. Ne? Einmal Weltspitze in jedem Bereich und dann ziehen wir uns zurück. Ne? Also, du weißt, was ich meine. Danach gründen wir eine Bobmannschaft. Ja. So sieht's aus. Das haben die besten Musiker der Rockgeschichte natürlich ähnlich gemacht. ihr habt gerade neue Musikvideos erwähnt. Das neue Album steht ja noch aus. Mhm. Sekunde, ich suche nochmal schnell meine Frage. Es kann ja auch mal passieren, dass man mal ein bisschen überbrücken muss. Dürfen wir jetzt dann also so ein komplettes Album in Richtung Gymcore 2.0 Hardcore erwarten oder haben wir auch andere Songs dann auf der Platte? Nein. Also wir haben gar keine anderen Songs auf der Platte. Nein, wir haben alles bunt gemischt. Also das ist so ein bisschen, wir haben uns natürlich damit so eine Schneise geschaffen, mit seit Hyper. Wir hatten aber Hate Love, darf man nicht vergessen, dazwischen. Das sind alles Songs, die natürlich jetzt so in der Vielzahl so ein bisschen so wirken, als wenn ein ganzes Album so klingen würde, aber wir haben tatsächlich sehr ausgewogene Songs drauf. Also wir haben Songs, die echt ein bisschen softer sind, wir haben Songs, die ähnlich hart sind, aber... Ein bisschen deeper irgendwie. Ja, genau, seriöser, alles ein bisschen cleaner, also wir sind mittlerweile also, super zufrieden. Es werden definitiv noch, bevor das Album gedroppt wird, werden definitiv noch ein paar Singles kommen und die nächsten werden auch tatsächlich ein paar andere Töne anschlagen, als die jetzt von uns gewohnt seid. Also es wird kein reines Partyalbum.
Habt ihr denn schon einen Titel oder ein Release-Datum in Aussicht? Ja, wir haben uns darauf geeinigt, irgendwas zwischen Januar und Dezember 2022, da sollten wir in etwa landen, aber noch können wir gerade gar nicht viel dazu sagen, weil es ja auch so ein bisschen davon abhängt, was jetzt im neuen Jahr jetzt alles an Touren ansteht, ne, und was passieren wird. Und der Punkt ist einfach, wir sind immer im Austausch mit unserem Label und jetzt gerade tatsächlich, wo du fragst, geht es um einen Namen? Nur so viel zum Gespräch steht, dass wir unser Album nach einer Musikrichtung benennen. Aber das ist ein kleines Mysterium. Da wissen wir noch nicht so richtig. Da müssen wir noch mal gucken. Steht zur Debatte. Steht zur Debatte. Ja. Hm? Da wird gerade noch ein Name geschmiedet, genauso wie die Hantelgitarre. Genau. Alles klar. Ihr habt die Tour gerade kurz erwähnt. Die Europatour ist geplant ab Januar. Euer erstes eigenes Festival im März in Oberhausen. Wie ist da der Stand? Habt ihr da eine Message an eure Fans? Ja, ey, die Zahlen sind ja krank. Das ist einfach krank, wie viele Leute sich da Tickets geholt haben. Ich würde Nico einfach mal Danke sagen jetzt. Ihr könnt euch vorstellen, auch an alle da draußen, die ganze Musik jetzt zu machen und das zu sehen, dass es irgendwie online alles funktioniert. Aber wir sind der festen Überzeugung, dass Musik für die Bühne gemacht wird, für live, weil das immer noch am geilsten ist. Und das fühlt sich so unreal an, dass wir bald auf Tour gehen und dass wir tatsächlich auch die Musik wieder live auf die Bühne bringen können, so, ne? Und da freuen wir uns riesig drauf. Also ja, kann ich auch nicht viel hinzufügen. Ich kann da gar nichts hinzufügen. Außer vielen, vielen Dank. Und ja, ist einfach völlig krank. Also die Tickets gehen halt einfach weg, die warme Semmeln so. Das ist schon heftig. Wir freuen uns auf die ersten Workout-Sessions mit über 10.000 Leuten in Oberhausen. Und wer von euch beiden nicht genug bekommen kann, die neue Folge von unserem Rockantenne-Podcast Oberkante Unterlippe ist bereits in den Startlöchern mit Kevin und Nico. Habt ihr einen kleinen Teaser für uns? Oh, wir haben diesmal uns dem Thema Weihnachten gewidmet. Man muss dazu sagen, der Nico, der mag Weihnachten nicht so ganz. Ne, also das ist einfach der Nico, der ist so ein kleiner Grinch. Ja, der stellt mich immer in Licht. Ja, ich bin ein bisschen mehr Grinch als viele andere. Also ich bin kein großer Fan von dieser ultra ausgedehnten, ultra Weihnachtsmusik, vollgepumpten Vorweihnachtszeit. So. Oder ich habe dann immer an Weihnachten selbst bin ich dann schon satt und habe keinen Bock mehr auf Weihnachten. Das ist mein großes Problem. Aber in der morgigen Folge oder in der neuen Folge werde ich Nico so ein bisschen versuchen, die Freude an Weihnachten zurückzugeben. Mit seinem Zimtstern, weißt du? Ja. Ja, vielleicht geht das ja auch wirklich über den Süßkram. Es gibt ja diverse Sachen. Lebkuchen gibt es seit September, Pralinen und Co. Eben. Ich esse sehr gerne, so wenn ich schön gerade pumpe. Plätzchen, ne, und Glühwein. Aber und ich, wie gesagt, diese ganze Vorweihnachtszeit, da bin ich immer sehr schnell sehr müde. Ich auch, nach der vierten Portion ganz. Ja, das ist wahr. Ich wollte es nicht sagen, aber bei einem Schuhhase war das auch immer ganz wichtig. Ja, weißer Glühwein. Weißer Glühwein kann einiges. Ich bin der Eierpunkt, Eierlikör. Oder hier so ein heißes Match. Heißes Match. Ein Match, bitte. Brauchte kurz. Tut mir leid. Sorry, ja, war ein bisschen flach. Macht nichts. Die neue Folge Oberkante Unterlippe findet ihr genauso einfach wie dieses Interview hier. Einfach reinklicken unter rockantenne.de. Kevin, Nico, es war mir ein Fest. Herzlichen Dank fürs Interview. Eine entspannte Weihnachtszeit euch und natürlich auch einen erfolgreichen Tourauftakt. Vergesst eure Hantel nicht. Danke und bis bald. Ja. Vielen Dank, Leute. Schöne Grüße an Rockantenne und die Zuhörer. Und wir sehen uns auf der Weihnachtsfeier, Leute. Macht's gut. Tschüss.